36 Millionen, so viel ist das Dragoner-Areal in Kreuzberg wert. So viel wollte ein Investor dafür zahlen. Die Immobilie gehört dem Bund, ist eine der letzten freien Bauflächen im Bezirk, also auch eine der letzten Chancen, da noch preiswerte Wohnungen in Kreuzberg zu bauen. Aber baut jemand, der 36 Millionen bezahlt, dann noch preiswert? Wohl eher nicht. Und deshalb hat der Bundesrat im letzten Jahr den Verkauf gestoppt. Die Bundesvermögensverwaltung freilich hat das Geschäft bis heute nicht rückabgewickelt. Deshalb hat nun Berlins zuständiger Senator heute selbst Fakten geschaffen. Jetzt hat Berlin die Hand auf dem Dragoner Areal. Als Sanierungsgebiet bestimmt das Land über die Bebauung mit, nicht mehr ein Investor allein. Er will Druck machen, sagt Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, und zwar auf den Bundesfinanzminister und dessen Immobiliengesellschaft BIMA. Die soll den ersten Grundstücksverkauf endlich rückgängig machen. Nur dann kann Berlin das Dragoner-Areal nämlich kaufen. Unsere Auffassung ist, dass der Vertrag rückabgewickelt werden muss. Und mit einem Sanierungsgebiet hat das Land Berlin dann ein entsprechendes Vorkaufsrecht. Und dieses Vorkaufsrecht würden wir gerne eintreten. Für das Areal zwischen Obentraut, Großbärenstraße und Mehringdamm will Berlin eine Summe zahlen, die wirtschaftlich vertretbar ist, sagt der Senator. Das könnte mehr sein als die 18 Millionen Euro Verkehrswert, von denen bisher die Rede war. Die Opposition befürchtet, dass der Bund Berlin das Areal vielleicht aus Verärgerung gar nicht verkaufen will. Ich habe den Eindruck, es sind persönliche Befindlichkeiten, weil die BIMA bzw. der Bund und auch Herr Schäuble das Grundstück einfach schon sehr lange verkaufen wollten und ja auch schon ein Verfahren gescheitert ist. Ich glaube, so ein bisschen nach dem Motto, dann lassen wir es lieber liegen, bevor es das Land Berlin bekommt. Dabei hatte der Bundestag bereits beschlossen, solche Areale sogar verbilligt an die Länder zu verkaufen. Nach dem Wunsch des Senats sollen Gewerbe, Kitas, Jugendeinrichtungen und Grünanlagen auf dem fast 5 Hektar großen Gelände entstehen und 400 bis 500 Wohnungen, mindestens die Hälfte davon Sozialwohnungen. Wir wünschen uns eine Bestandssicherung des kleinen Gewerbes, also das heißt den Club, den Biomarkt, auch eine Lösung für die Automobilschrauber und verschiedene andere Kleingewerbe, die hier angesiedelt sind. Und wir wünschen uns aber tatsächlich auch sozialen Wohnungsbau. Und zwar zu wirklich bezahlbaren Mieten und 100%, weil das ergibt sich hier aus der Umgebung, aus dem Stadtteil und aus der Verdrängung, die hier passiert. Und die Initiativen fordern eine echte Bürgerbeteiligung an der Gestaltung des Areals. Die Sanierungsmaßnahmen sollen zügig beginnen. Bereits in 10 Jahren will der Senat das Dragoner-Areal erneuert haben. Klar ist, dass jetzt hier schnell was passieren muss. Und wenn alle an einem Strang ziehen und wenn man tatsächlich ein Planungskonzept entwickelt, wo Bezirk und Land einer Meinung sind, dann kann es natürlich schnell gehen. Zuständig ist der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und der hat großes Interesse daran, dass das Dragoner-Areal zum günstigen Wohnstandort entwickelt wird.